Gute Zusammenarbeit zwischen MFA und Arzt, wie geht das? Mit dem Chef verbringt man während der Arbeit sehr viel Zeit. Wie die Zusammenarbeit zwischen allen Teammitgliedern und vor allem auch dem Arzt in der Praxis reibungslos und gut laufen kann, dazu gebe ich Ihnen heute ein paar nützliche Tipps an die Hand. In der Kommunikation mit anderen gibt es immer mal Hürden und Stolpersteine, die einem begegnen können. Diese sind vor allem dann zu erwarten, wenn Dinge unklar bleiben, weil nicht nachgefragt wird zum Beispiel. Oder wenn für grundsätzliche wichtige Dinge keine gemeinsame Haltung entwickelt wurde, die man zudem erstmal für sich finden, diskutieren und auch festhalten sollte. Zwei besonders wichtige Punkte in der Kommunikation sind hier Offenheit und Transparenz. Offenheit, zum Beispiel der MFA ihrem Chef gegenüber, wenn Probleme auftreten. Denn nur dann, wenn man sie anspricht, ist man auch in der Lage, sie für die Zukunft zu verbessern. Ein anderes Beispiel ist hier aber auch die Möglichkeit, wenn man zu spät gekommen ist. Nur wenn man hier offen ist und eine Begründung dafür liefert, kann man auch auf der anderen Seite Verständnis hierfür erwarten. Transparenz hingegen ist etwas, was man einfordern kann und auch sollte. Gerade wenn es um Befugnisse in der Praxis geht, ist das besonders wichtig. Nehmen wir hier zum Beispiel die Hygienebeauftragte. Wenn es so einen Posten gibt in der Praxis, dann sollte zum einen für jeden in der Praxis klar sein, wer diesen Posten hat und zum anderen natürlich auch klar sein, welche Befugnisse und auch welche Aufgaben dieser Mensch jetzt zu erledigen hat. Nur wenn das für jeden klar ist, schafft das wiederum auch Transparenz im gesamten Team. Wenn wir diese beiden Punkte in unserer Arbeit und der Kommunikation beachten, dann profitiert das gesamte Team von einer Kultur der Kommunikation. Kommen wir nun zu konkreteren Tipps für die Kommunikation im Team. Hilfreich ist es im Alltag, regelmäßige Teamsitzungen zu veranstalten. Hier kann man dann auch Regeln festlegen, sowohl für die schriftliche als auch für die mündliche Kommunikation. Man sollte sich also auf einen Umgangston im Team einigen, der dann auch schriftlich fixiert für alle im Team gilt. Des Weiteren ist es auch hilfreich, wenn man feste Abläufe, die immer wiederkehren, einmal anspricht, festlegt und auch hier schriftlich fixiert. Für die Kommunikation im Team ist es immer hilfreich, Regeln für ein Feedback festzulegen. Man kann sich hier zum Beispiel fragen, wie sollte Feedback konstruktiv gegeben werden und wie geht man dann später damit um. Hier auch wieder Regeln festhalten, das am besten schriftlich. Für den Feedbackgeber könnten diese zum Beispiel sein, dass Feedback grundsätzlich sachlich gegeben werden muss und auch nur nach Aufforderung. Des Weiteren ist es hilfreich, hier Ich-Botschaften zu vermitteln. Regeln für den Feedbacknehmer könnten sein, Feedback annehmen, ohne nachzufragen, ohne zu begründen oder sich zu erklären. Wichtig aber ist es hier nachzufragen, wenn etwas beim Feedback unklar geblieben ist. Und man sollte sich natürlich am Ende beim Feedbackgeber für sein Feedback bedanken. Ein letzter wichtiger Punkt ist es, in solchen Teambesprechungen Störungen und Probleme am besten am Anfang zu besprechen. Denn wenn so etwas unausgesprochen bleibt, dann schwebt dieses unausgesprochene Problem auch über störungsfreien Themen, die man ja eigentlich noch besprechen muss. Deswegen ist es hilfreich, das am Anfang zu machen und danach kann die Teambesprechung ohne Probleme weitergehen. Hilfsmittel für den Alltag können hier sein, dass die zuvor gefundenen Regeln beispielsweise in einem Poster fixiert werden können. Und dieses kann man dann für alle täglich sichtbar beispielsweise im Pausenraum aufhängen. Für die Teamsitzung ist es natürlich auch hilfreich, dass man alles Besprochene fixiert, also Kurzprotokolle schafft. Wer macht was bis wann? Auch ein Organigramm kann für die Praxis sehr übersichtlich und hilfreich sein. Hier werden alle Mitarbeiter mit ihren entsprechenden Posten aufgeführt. Nochmal in Kürze. Erbringen Sie Offenheit und fordern Sie Transparenz ein. Versuchen Sie bei Zielen immer das Warum mit anzugeben. Fixieren Sie festgelegte Verhaltens- und Feedbackregeln schriftlich. Organisieren Sie hierfür regelmäßige Teambesprechungen, in denen alles Wichtige auch protokolliert wird. Visualisieren Sie das Ganze später anhand von Postern, die Sie in der Praxis oder im Pausenraum aufhängen können. Sie wollen keine unserer neuen Folgen verpassen? Dann abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Und dann freue ich mich, wenn ich Sie auch in unserer nächsten Folge wieder begrüßen darf. Vielen Dank und bis bald!